Okay, wie kriegt unser Körper das jetzt hin, dass er sich seinen Zucker selber bastelt? Und das sind ganz alte evolutionäre Mechanismen, die heute immer noch greifen. Wenn wir nämlich damals, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wir da nicht ständig Zugriff auf Zucker hatten. Zucker gab es noch gar nicht. Obst gab es ab und zu, im Sommer ein bisschen und im Herbst ein bisschen. Und die Früchte waren damals winzig, ja, ganz, ganz klein. Und ab und zu haben wir ein bisschen Honig gefunden und in ein paar Pflanzen gab es auch Zucker. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es Jahreszeiten gab, wo wir dann überhaupt keinen Zucker gefunden haben oder auch mal gar nichts zu essen hatten. So, und da unser Gehirn ja da auch schon auf Zucker angewiesen war und übrigens unsere Muskulatur auch, wenn wir uns mal schnell bewegen müssen. Das heißt, es gibt ja auch einen Speicher in der Muskulatur, wo so ein bisschen Zucker immer für so Notsituationen gespeichert ist. Und auch unser Immunsystem damals schon Zucker gebraucht hat, musste sich unser Organismus, um zu überleben, etwas einfallen lassen. Und der Trick ist, er nimmt sich ein bisschen was von unseren Körperfetten, von den schön eingespeicherten Fetten. Das war früher total wichtig, dass wir Fett eingelagert haben. Leider ist uns das, wird uns das mittlerweile zum Verhängnis. Und ein bisschen Muskeleiweiß und zaubert sich daraus Kohlenhydrate, Zucker. Ja? Das ist das Geheimnis hinter der Fettverbrennung in der Nacht zum Beispiel. Ja, du brauchst auch in der Nacht ein bisschen Zucker für dein Immunsystem, ein bisschen fürs Gehirn, ein bisschen hier, ein bisschen dort. Und dein Körper bastelt sich den selbst aus Fetten und aus Muskeleiweiß. Ist das nicht genial? Noch mehr Infos bekommst du natürlich in der Tschüss Zucker Challenge, die am 10.01. startet. Ich freue mich tierisch drauf, es wird eine super Challenge. 5 Tage führe ich dich weg vom Zucker. Und mit diesen Videos möchte ich dich so ein bisschen beruhigen, dass alles gut wird. Wir kriegen das hin. Also, bis bald, liebe Grüße, tschüss.